Hallo zusammen, freut mich, dass ihr reinschaut. Wir spielen 7 Days to Die. Vor einigen Tagen hatte ich im Livestream begonnen, die Alpha 21 im Experimental-Modus zu spielen. Wir hatten dafür eine vorgefertigte Karte genutzt, aber ich bin damit wirklich nicht glücklich geworden. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, nochmal neu zu starten, habe diesmal eine Welt generiert, eine 6000er Kartengröße ist es geworden. Ich habe jetzt das anfängliche Quest schon mal erledigt. Das heißt, wir stehen in-game direkt vor dem ersten Händler. So wie ich es mir gewünscht habe, ist der Händler direkt in einer großen Stadt. Wir werden es gleich sehen. Zu Beginn möchte ich euch natürlich die Einstellungen zeigen. Der Schwierigkeitsgrad ist jetzt auf Nomade gestellt. Das heißt, wir spielen den mittleren Schwierigkeitsgrad. 24-Stunden-Zyklus auf 60 Minuten, im Gegensatz zum Stream, wo ich 120 Minuten habe und feststellen musste, die Nächte sind wirklich sehr lang. Zu Beginn habe ich mich jetzt hier für 60 Minuten entschieden. EP-Multiplikator 200%, da würde ich auf keinen Fall höher gehen, maximal gehen wir noch ein Stückchen runter. Aber zu Beginn 200%, denke ich mal, ist für die ersten Level angenehm, dass es auch etwas vorangeht, denn jeder kennt den Anfang schon in- und auswendig. Spieler Blockschaden 150%, Beutemenge 150%, fallen lassen bei Tod nur den Rucksack. Angekommen im Spiel, das Tutorial habe ich jetzt hinter mir, habe mich zum Händler bewegt, der war wirklich sehr weit entfernt, aber ich habe das auf mich genommen, 2,4 Kilometer hier quer durch den Wald gelaufen und wir befinden uns am Rand einer sehr großen Stadt. Das hat mir schon mal richtig gut gefallen, dass wir endlich in einer Stadt sind, wo wir dann die Mission direkt vor der Nase haben. Lasst uns mal den Händler zu Beginn besuchen. Der ist ja auch komplett neu überarbeitet und wir werden jetzt gemeinsam nochmal sein Anwesen durchlooten und hoffen, dass wir alles finden und mal schauen, was er so alles vielleicht außenrum noch so anbietet. Beginnen wir erstmal im unteren Bereich. Schauen wir mal, wo man vielleicht überall hochklettern kann, was man alles findet. Wir haben hier Militärtruhen. Das sah jetzt etwas aus, als wenn ich das gewusst hätte. Kann ich euch aber versprechen, ich habe das nicht gewusst, dass hier was ist. Deshalb bin ich da doch positiv gerade überrascht, dass ich da so ein Glück hatte, dass wir da direkt was gefunden haben. So, wir haben hier noch eine Tür. Was haben wir denn eigentlich gefunden? Ich habe das jetzt so schnell eingeklickt. Wir haben den Skillbuch gefunden. Automatische Waffen, Band 1. Wir benutzen das gleich. Dann haben wir noch die Wasserreinigungsmod. Das sind jetzt alles Loot-Gegenstände, die ich unterwegs schon gesammelt habe. Bedeutet, auf dem Hermarsch habe ich halt natürlich alles Loot, was mir so im Weg lag, mitgenommen. Habe auch schon die Baumstämme abgefarmt und siehe da, zwei Honig haben wir jetzt schon. Das hat uns ja auch im Stream fast das Genick gebrochen, da wir da keinen Honig gefunden hatten. Hatte ich nicht gerade gesagt, wir wollen unten anfangen? Na gut, jetzt bin ich hier hochgekrabbelt. Dann fangen wir oben an. Ja, man hätte natürlich auch hier die Leiter hochgehen können, aber gut. Haben wir hier hinten eine weitere Kiste? Leider nicht, aber hier liegt eine Munition. Dreimal Schrotflintenmunition. Ja, und hier oben sind wir schon bei den Eingängen. Der Händler hat jetzt verschiedene Eingänge. Und wir gehen aber erstmal unten noch seine ganzen Werkbänke durchsuchen. Ich würde jetzt auch die Videos so gestalten, dass ich doch einiges rausschneide. Es wird jetzt kein nahtloses Let's Play werden. Ich versuche das ein bisschen ja, spannender zurechtzuschneiden. Laufwege rausschneiden, bestimmte Aktionen, Farmrunden auch nicht immer drin lassen. Wir werden natürlich auch viel
Farm, so ist es natürlich jetzt nicht. Aber einiges, wo ich der Meinung bin, das muss jetzt nicht unbedingt sein, das wollte ich dann schon rausschneiden. So, leere Automaten hat er genug. Da hat er 3 Stück. Chemiestation. Klebstoff. Ja, Klebstoff findet man jetzt recht häufig aus folgendem Grund, weil man für Klebstoff, ich glaube, Wasser benötigt zur Herstellung. Und Wasser ist natürlich das Problem. Jetzt hat man natürlich eigentlich Klebstoff, aber die Zweitkomponente fehlt zur Herstellung. Also, für Klebeband, jetzt haben wir es raus. Manchmal ist der Kopf schneller. Ziehen im rostigen Fass. Jetzt sind wir natürlich auch schon gut beladen, überladen. Ach, hier sind die Automaten. Seht ihr, die hatte ich letztens noch nicht gefunden. Denn die sind jetzt auch sehr wichtig, gerade für Wasser. Gucke ich mal eben. Er hat Kaffee im Angebot, kostet 288, roten Tee 144. Hat Wasser 24, aber normales Trinkwasser hat er wohl nicht drin. Goldrutentee. So, gehen wir rein. Und auf dem Tisch hier liegen Skillbücher. Das habe ich mir jetzt gemerkt. Da hatte ich nämlich das letzte Mal bloß einen Stapel mitgenommen und dachte, das war's. Aber nee, daneben lag ja noch ein Stapel. Jetzt haben wir wirklich alle. Hier waren noch ein paar. Skillbücher werden jetzt natürlich alle gelesen. Wir hatten keine mehr verkauft, sei denn wir haben da 100% erreicht. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Gewehren und Bögen und Sammelwerkzeugen. Hier haben wir noch Arbeitsstationen. Verbessert die Handfertigkeit an der Arbeitsstation. 2 Stück davon. Du hast Arbeitsstationen gelernt. Tausammler. Für den Tausammler brauchen wir einen Wasserfilter. Ich hoffe mal, dass der Händler einen hat. Und dass wir auch gleich was verkaufen können. Denn wir haben nämlich die Taschen übervoll. Und zu Beginn braucht man nicht alles. Da würde es mich freuen, wenn ich hier viel verkaufen kann. Das Rad. Bin jetzt hin und her, ob ich so ein Rad verkaufe oder schon mal behalten sollte. Das sind Themen, das schmeißen wir auf jeden Fall weg. Einfach mal. Das wollte sogar kaufen. Da wollte ich jetzt wirklich Chrysanthemen kaufen. Die Jägermod. Ich gucke mal hier oben gleich Verkaufspreis. Dann entscheide ich mich. Benzinkanister. Da braucht man 100er Stack. Ölschiefer. Und so ein Einer, das kann man dann rauswerfen. Brauche ich nicht. Pfeilspitzen verkaufe ich. Dann haben wir Nägel, die behalten wir. Taschenlampe. Verkaufen. Zement. Ja, bringt nicht viel, aber wir brauchen. Ja, wir brauchen das Geld. Stahlsperrteile. Messing. 620 Messing. Verkaufspreis 248. Verkauft. Kleber behalte ich, Klebeband behalte ich, Federn behalten wir für Pfeil und Bogen, elektrische Teile, kaufen, Eisen auch erstmal verkaufen, findet man ja zu Genüge, Bruchsand will er nicht, Blei verkaufen, Eier behalten, Sandwich,
Fackel, Steinpfeile, Yucca-Samen, Kartoffelsaat. Das Rad würde nochmal 60 bringen. So, wir sind jetzt 421 Dollar reicher. Dann schauen wir doch mal, was er im Angebot hat. Ist natürlich sehr schwer hier zu erkennen, weil wir so im Hintergrund diese Regale durchscheinen haben. Scrollen einfach mal durch. Wasserfilter hat er 5 Stück. 2250. Er hat einen Kochtopf und einen Kochgrill. Wasser hat er auch im Notfall. Trinkwasserbehälter. Wir müssen erstmal gucken, was wir so alles looten. Also er hat die wichtigen Dinge. Wieder auffüllen, Tag 4. Bis dahin sollte man den Wasserfilter gekauft haben. Und wenn nötig noch etwas Wasser. Nehmen wir doch direkt eine Mission an. Hast du Aufgaben? Stufe 1 abholen. Seitige Zombies. Wir sind eigentlich noch nicht so weit. Wir haben nur so einen billigen Knüppel, aber irgendwo muss man mal anfangen. Und einfach mal hier Richtung Westen. Erste Mission annehmen. Bringt zum einen Geld und zum anderen Erfahrungspunkte und eine schöne Belohnung. Meistens noch in Form von Munition. Wie sind wir denn eigentlich ausgerüstet? Gar nicht gut. Wir haben eine Pflanzenfaserhose an. Fertigkeiten. Verfügbare Punkte 4. Ich gehe mal... Obwohl, ich wollte das gerne in der Nacht machen. Ja, 16 Uhr, wir machen das mal nachts. Westen. Oh. Meine Güte. Stand der direkt hinterm Tor. Richtung Westen, das ist außerhalb der Stadt. Na gut, aber ist nur ein Katzensprung. Müssen wir mal sehen, wo wir dann die Nacht verbringen. Vielleicht klettern wir einfach irgendwo aufs Dach. Ich würde da auch noch nichts bauen. Und in der... Oder am kommenden Tag würde ich dann mal ein bisschen die Stadt erkunden. Mir vielleicht so im äußeren Bereich eine Hütte suchen. Wo wir uns erstmal so einrichten, wo wir ein bisschen looten können. Loot sammeln können. Yeah. Honig. Wisst ihr was? Wenn wir sterben, liegt natürlich hier unser Rucksack rum. Da hatte ich mal den Honig hier, die wichtigen Dinge, und in die Schnellstartleiste packen. Wir haben noch einen Gebietsschutzblock. Na gut, der ist jetzt nicht so wichtig. Aber wichtige Sachen haben wir gar nicht. Wichtige Sachen haben wir gar nicht. Ich denke mal, das schaffen wir. Die Mission geben die ab. Und dann suchen wir uns erstmal eine Bleibe und dann können wir in Ruhe skillen. So, ihr habt gesagt, immer die Waffe, Werkzeug aus der Hand beim Laufen. Das verbraucht wohl zusätzliche Energie. Wir looten auch nicht vorher, wir nehmen direkt an. Wir sind arm und brauchen das Geld. Wartet, wir haben da feine Bogen. Bin ich zwar wirklich eine Lösche drin. Und zack, Vorführeffekt. Schön daneben. Ich bin nicht überhaupt nicht der Bogenspieler. Ist natürlich aber das Risiko sehr gering, dass man selber getroffen wird. Daher nutze ich jetzt doch sehr gern den Bogen. So, da hat mir sogar die Pfeile wieder gegeben. Was hat er liegen lassen?
Steinpfeile. Oh, daneben. Schlägt die sich wieder hier ein ab. Kommen Sie vor. Kommen Sie vor, junge Frau. Sie schnell. Oh, die war schnell. Uiuiui. Da lieber auf den Körper, gehe ich nur mal sicher. Der Kopf ist einfach zu klein für meine Zielkünste. Klappstuhl. Stühle nehme ich gerne mit. Können wir ja schön zerlegen. Kühlschrank. Manchmal hat man halt Glück. Ja. Oh, das gibt's doch nicht, oder? Anfangen. Hätte man eigentlich. Habe ich daneben schießen können? Na, war auch auf dem Klo unterwegs. Ist alles fit? Mensch, das sieht so aus, als wenn wir uns hier einrichten können. Klappstuhlnehmer. Das ist verschlossen, das lasse ich auch mal zu. Ui, was war das? Ach, ein Bauplan, Sichtbereich 2x Mod. Ja, Problem an der Location ist, wir sind ja ziemlich weit draußen, wenn hier eine Horde vorbeikommt oder nachts wandernde Zombies. Guck nochmal, wie gut das umschützt ist. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das jetzt hier zubauen mit Blöcken, haben wir erstmal Ruhe. Ist verschlossen. Ich weiß nicht, was der Schlüssel öffnet. Werden wir dann doch gleich nochmal aufmachen. Auch verschlossen. Verdammt. Das sollte natürlich nicht passieren. Kalt, hier haben wir noch gar nicht gelootet. Lag doch noch eine Sporttasche.
komplett übersehen. Konserve. Merkst du das? Sobald ich auf den Kopf ziele, geht's in die Hose. Also nicht in seine. Eine. Medipack. Säuber das Gebiet, wir sind noch nicht durch. So die ganze Zeit das Gefühl, dass gleich einer hinter mir steht. Was denn jetzt? Nein, verschlossen. Ah, runter, runter, runter. Ich häng fest, ich häng fest. Mach Platz. Geh weg. Oh Gott. Ich hing auf der Leiter fest. So ein dummes Malheur. Es liegt unser schönes Loot hier drin. Ich hatte den Schlafsack gesetzt, vor der Aufnahme, direkt beim Händler. Erscheine auf meinem Bett, erscheine bei meinem Rucksack. Das ist neu, sobald man den Schlafsack gesetzt hat, kann man nämlich beim Rucksack, beziehungsweise in der Nähe vom Rucksack, das spawnen. Jetzt haben wir zwar Pfeil und Bogen, aber die Pfeile sind noch im Loot drin. Da hat dieses Geräusch, ich dachte, hier ist irgendwas hinter mir und ach, das ging einfach nur noch drunter und drüber. Da kommt mein Loot runter. Ich weiß nicht, wo die dicke Frau hin ist. Oh, ein Messer. Messer am Loot gehabt. Ah, und die Mission ist gescheitert, sehe ich gerade. Auch nochmal ärgerlich. Wir sind sowas von überladen. Ich merke das nämlich, dass ich mich kaum noch bewegen kann. Das ist natürlich schade. Die Mission ist gescheitert. Schuhe, die können wir erstmal anziehen. Handwickel. Wartet mal, sortieren etwas. Na, der Rest wüsste ich jetzt nicht, was ich ja schon wegschmeißen könnte. Kaffeebohnen, ach komm, erstmal weg. Gut, sind wir noch drei Rouladen, das ist akzeptabel.
Vogelnest gibt's hier oben? Ach nee, hier geht's höher. Ah, ich dachte jetzt schon. Das war's. Oh, es gibt direkt ein selbstgebautes Gewehr in Stufe 3. Brennender Schaft-Mod. Medizinische Vorräte, einmal Papier drin. Das mag ich nicht. Was haben wir hier? Verbessert die medizinische Handwerksfertigkeit. Benutzen. Wir haben Steroide, Schmerzmittel und einen Verbandskasten. So, damit sind wir durch. Leider können wir die Mission nicht mehr abgeben. Schade, schade. Klappstuhl. Bin gerade am Überlegen. 21.26 Uhr, ob ich mich hier erstmal hinhocke. Erstmal die Wunden lecke, sozusagen. Mal etwas in den Skills blättern tun. Das werde ich, denke ich, auch machen. Das ist ja gesäubert. Unten, ja, da sehen wir schon ein paar rumlaufen, aber die sollten, hoffe ich zumindest, dass sie nicht bis hier hoch aggro ziehen. Gucken wir einfach mal nach. Selbstgebaute Dreiergewehr. Brennende Schaftmod. Kann an Nahkampfwerkzeugen und Waffen angebracht werden, die über einen langen Schaft oder eine Klinge verfügen. Okay, ich würde mich jetzt mal an das Skill machen. Schau mich das alles mal in Ruhe an. Lese mal die neuen Skills alle durch. Wir haben jetzt insgesamt Punkte haben wir zu vergeben, 5 Punkte zu vergeben. Schauen wir mal, dass wir was in Nahrung, Ausdauer und vielleicht schon Waffenfertigkeit reinbekommen. Der erste Skillpunkt wandert unter Stärke in den Prügelpeter. Hier tun wir die Fertigkeiten mit unserem Knüppel verbessern, weniger Ausdauer, mehr Schaden. Der zweite Punkt im Kategoriebereich Standhaftigkeit, Heilfaktor. Dein Stoffwechsel muss ziemlich schnell sein. Erhalte alle 35 Sekunden einen Gesundheitspunkt durch natürliche Heilung. Kritische Verletzungen heilen 20% schneller. Skillpunkt Nummer 3, ebenfalls in Standhaftigkeit. Regel Nummer 1, Ausdauertraining. Jetzt bist du ein Wanderer. Erhöht die Ausdauerwiederherstellung beim Sprinten um 10%. Punkt Nummer 4 wird in den eisernen Magen wandern. Verliere 5% weniger Nahrung und Wasser durch physische Anstrengungen. Der letzte unserer aktuell verfügbaren Punkte wird in den glücklichen Sammler wandern. Du hast eine geringe Chance, bessere Beute zu finden. Damit sind erstmal alle Punkte vergeben. Tag 2, 2.39 Uhr. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Wir haben die erste Mission verpatzt. Wir sind aber in der Stadt angekommen. Wir werden in der nächsten Folge dann uns eine geeignete Basis suchen, einen Unterschlupf suchen, ein Dach suchen. Was genau, weiß ich noch nicht. Lasst euch da einfach überraschen. Auch ich werde mich da überraschen lassen. Ich werde schon mal vielleicht eine Runde schauen gehen, sodass wir da nicht zu lange suchen müssen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut.